Hallo, ich begrüße dich auf meinem Kanal und heute ist auch ein sehr interessantes Thema, das Thema Karma bzw. wie du aus deinem Geburtsdatum dein Szenario für dein Karma, für die Auflösung deines Karmas rauslesen kannst. Das ist tatsächlich dieser Weg, wie du das machen kannst, steht in deinem Geburtsdatum reinkodiert und heute gebe ich den Schlüssel dazu. Es ist tatsächlich so, dass wir in dieser Inkarnation, in diesem Leben nicht zum ersten Mal hier sind und wir haben hinter uns gute und schlechte Taten. Und die Seele kommt auf die Erde, um etwas, was nicht so gut gelaufen ist, bei sich selbst oder vielleicht in der Ahnenreihe, das zu heilen, zu reinigen, zu bereinigen, zu verstehen und etwas eventuell für die anderen Gutes machen, um wieder auf die Balance zu kommen. Und wir können aus unserem Geburtsdatum das berechnen. Wie genau werde ich in dieser Inkarnation mein Karma abarbeiten, mein Karma heilen? Die Berechnung ist relativ einfach. Wir brauchen deinen Geburtstag und deinen Geburtsmonat. Wir werden vom Geburtstag, von dieser Zahl, oder sagen wir Geburtstagszahl, die Geburtsmonatszahl abziehen. Zum Beispiel ist jemand am 12. Februar geboren. Wir ziehen von der Zahl 12 die Zahl 2 ab und bekommen die Zahl 10. Wenn jemand an einem 22. geboren ist, das ist dann in Ordnung, alles gut. Das gleiche Prinzip, von 22 ziehen wir den Geburtstagsmonat ab und bekommen eine Zahl. Zum Beispiel ist jemand am 22. November geboren. 22 minus 11 bekommen wir die Zahl 11. Diese Zahl brauchen wir. Das bedeutet, dass für diejenigen, die vom 1. bis zum 22. eines Monats geboren sind, berechnen wir das einfach so, dass wir den Geburtstag, von dem Geburtstag den Geburtsmonat abziehen. Ja, zum Beispiel 21.1., 21 minus 1, bekommen wir die Zahl 20. Diese Zahl brauchen wir. Wenn jemand vom 23. bis zum 31. eines Monats geboren ist, ist die Berechnung ein bisschen anders. Wir ziehen von der Zahl, die größer als 22 ist, also die Zahl ab 23, ziehen wir erstmals die Zahl 22 ab. Und von der verbliebenen Zahl ziehen wir dann die Monatszahl. Zum Beispiel ist jemand am 25. April geboren, 25.04. Wir müssen erstmals von der Zahl 25 die Zahl 22 abziehen. 25 minus 22 bekommen wir die Zahl 3. Jetzt ziehen wir diese Zahl, die wir bekommen haben, die Zahl 3. Von dieser Zahl ziehen wir die Monatszahl ab, die Zahl 4. Und bekommen in diesem Falle eine Minuszahl, die Zahl minus 1. Minus wird in dieser Berechnung nicht berücksichtigt. Unsere Zahl ist die Zahl 1.
Noch ein Beispiel. Jemand ist am 27. März geboren. Wir müssen erstmals die Zahl 27 reduzieren, denn sie ist größer als die Zahl 22. Wir ziehen von der Zahl 27 die Zahl 22 ab und bekommen die Zahl 5. Von dieser Zahl ziehen wir die Monatszahl, die Geburtsmonatszahl. In unserem Fall ist der März die Zahl Nummer 3. 5 minus 3 bekommen wir die Zahl 2. Die Zahl 2 ist unsere Karmazahl, unser Szenario, wie wir das Karma heilen können. Was das bedeutet, werde ich in diesem Video erklären. Zu jeder Zahl kommt eine Erklärung. Noch ein paar Beispiele. Zum Beispiel ist jemand am 11. November geboren. Wir ziehen von der Zahl 11 die Zahl 11 ab. Ja? Vom Geburtstag ziehen wir den Geburtsmonat ab. 11 minus 11 bekommen wir eine Zahl 0. Die Zahl 0 in unserer Berechnung hat auch eine Bedeutung, welche ich in diesem Video schon erklären werde. Wenn zum Beispiel jemand am 10. November geboren ist, dann ziehen wir von der Zahl 10 die Zahl 11 und bekommen die Zahl minus 1. Minus gilt nicht. Das ist die Zahl 1, unseres Szenarios für das Heilen des Karmas, für das Auflösen des Karmas. Noch ein Beispiel. Jemand ist am 31. Dezember geboren. Wir müssen von der Zahl 31 die Zahl 22 abziehen erst, bevor wir von dieser Zahl die Monatszahl abziehen. 31 minus 22 ist 9. 9 minus 12 minus 3. Wir bekommen minus 3, minus gilt nicht. Also haben wir die Zahl 3. Zum Beispiel ist jemand am 3. März geboren. Wir ziehen von der Zahl 3 die Zahl 3 und bekommen die Zahl 0. Die Zahl 0 hat eine Bedeutung. Und wenn es bei deiner Berechnung die Zahl 17 rausgekommen ist, hier haben wir zwei mögliche Varianten für das Karma aus dem Vorleben. Die erste Variante könnte sein, dass dieser Mensch sehr viele Talente gehabt hat, war sehr begabt, aber war zu schüchtern und wollte nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, hat sich nicht getraut, sich von der Masse zu trennen, wollte nicht auffallen, wollte nicht, dass andere über ihn schlecht reden, ja, hat sein Ego zurückgesteckt, aber zu viel, so dass er nichts von seinen Talenten der Menschheit geschenkt hat. Nichts kam zugute für die Menschheit, obwohl dieser Mensch tolle Talente gehabt hat. In diesem Leben ist die Aufgabe natürlich eine andere, genau das Gegenteil. In diesem Leben geht es darum, sich zu zeigen, auf die Bühne zu gehen, vor dem Publikum zu sprechen, seine eigenen Talente voll entfalten, ohne Angst. Wir kennen viele Menschen auch in unserer Umgebung, die sehr, sehr talentiert sind, nur kein Mensch weiß was davon. Die trauen sich nicht, ihre besonderen Talente zu zeigen, zu entfalten, anderen was Gutes damit tun. Genau das ist die Aufgabe von diesem Menschen. Sichtbar werden, seine Talente zeigen, entfalten, selber genießen und
anderen so ein Geschenk machen durch seine Begabung, dass die anderen auch davon profitieren. Die zweite mögliche Variante für das Karma aus der Vergangenheit ist, dass der Mensch seine Talente wohl komplett entfaltet hat und ist sehr, sehr erfolgreich geworden, vielleicht sogar bekannt. Aber da ist etwas mit seinem Ego passiert, so dass er plötzlich gedacht hat, ich bin was Besonderes, ich bin super talentiert, ich habe ganz besondere Talente und die anderen können gar nichts, die sind dumm, unwichtig, wertlos und hat herabgeschaut auf die anderen Menschen, hat die anderen Menschen mit wenig Respekt behandelt. Die anderen mussten nur dienen für etwas. Er hat sich wie ein so Superstar gefühlt, so fast ein Gott. In diesem Leben ist die Aufgabe genau das Gegenteil, um das Karma zu bereinigen. In diesem Leben geht es nicht mehr darum, eigene Talente zu entfalten, das hat der Mensch schon gemacht, sondern um begabte Kinder, begabte Menschen, talentierte Menschen, die sich eben nicht trauen, zu unterstützen, zu coachen, aufzubauen. Dass diese Menschen an sich selbst wieder glauben können, dass diese Menschen erfolgreich werden können. Und das Ziel ist, dass dieser Mensch, der im Vorleben so erfolgreich war mit seinen Talenten, dass er feststellt, auch wenn ich nichts Besonderes bin, wenn ich nicht so auf der Bühne stehe und glänze, dass ich auch dann absolut wertvoll für die anderen bin. Ich kann andere unterstützen. Und das ist auch super. Ich muss nichts extra tun für mein Ego. Ja, die Lernaufgabe ist festzustellen, auch ohne Ego bin ich wertvoll, ohne eigenen Glanz. Auch wenn ich andere unterstütze. Das könnte ein Manager sein für Künstler. Oder einfach jemand, der mit Kindern arbeitet. Kinder sind sehr talentiert und ihre Talente werden oft unterdrückt, in der Schule zum Beispiel. Sehr viele Kinder werden künstlerisch, musikalisch unterdrückt in der Schule. Oder sonst, welche Talente gehen da verloren in diesem System? Das wäre eine sinnvolle Aufgabe zum Beispiel für diesen Menschen. Oder natürlich begabte Erwachsene zu coachen. Wenn es bei deiner Berechnung die Zahl 18 rausgekommen ist, 18 ist die Energie vom Mond, Energie von Magie, Geheimnis, Mystik, Wasser. Diese Zahl sagt uns, dass in einem der Vorleben hatte der Mensch viele psychische Probleme, Ängste, Phobien und auch Süchte, um sich wieder auszugleichen, zu balancieren und auch viele Illusionen. Und noch eine Möglichkeit, eine Variante ist, dass der Mensch mit seinen Familienangehörigen ganz schlecht umgegangen ist, hat diese abgestoßen oder hat sie nicht mit Respekt behandelt, hat sie als Menschen zweite Klasse behandelt, hat den Kontakt abgebrochen, hat diese Menschen gar nicht unterstützt. Und die Aufgabe in diesem Leben ist, eben für die nahestehenden Menschen da zu sein, nicht unbedingt finanziell, einfach im alltäglichen Leben zuhören, was brauchen diese Menschen? Mal einkaufen gehen, mal vielleicht kochen, putzen. Zum Arzt gehen mit jemandem. Schauen, dass die Wohnung von diesen Menschen gemütlich, warm, emotional warm wird. Also sich um diese anderen Menschen kümmern. Auch eine wichtige Fähigkeit von diesen Menschen ist, diese Menschen haben eine sehr starke Intuition und auch magische Fähigkeiten. Sie müssen aufpassen, was sie denken. Denn das, was sie denken, verwirklicht sich, materialisiert sich sehr schnell auf der irdischen Ebene.
Wenn diese Menschen negative Gedanken haben, Ängste haben, dann ziehen sie genau das an, woran sie denken. Und wenn das negativ ist, dann ziehen sie das Negative an in ihr Leben oder in das Leben von anderen Menschen. In diesem Leben ist es empfehlenswert, sich mit der weißen Magie beschäftigen. Mit der weißen Magie meine ich jetzt Gebete, Meditationen, um etwas zu manifestieren. Etwas Positives für sich selbst und für die anderen Menschen. Für das Wohl anderer Menschen. Und die Gabe ist tatsächlich so, dass das Positive wird sich genauso manifestieren. Im Leben von diesem Menschen und im Leben von diesen anderen Menschen. Und natürlich, wenn du selber in eine Gefängnissituation steckst oder eine Entscheidung brauchst, eine Lösung brauchst aus deiner Situation, im irdischen oder im spirituellen Bereich, ich trenne diese Bereiche gar nicht, stehe ich dir zur Verfügung für deine Probleme. Ich bin sehr, sehr intuitiv und ich gehe auf den Grund. Wir gehen zusammen miteinander an die Ursache. Und die Ursache ist gar nicht das, was du glaubst. Wir gehen wirklich in die Tiefe und dann wird das Problem gelöst. Du wirst eine Lösung aus deiner Situation sehen. Das, was für den Menschen selber immer verborgen bleibt, denn unsere Psyche hat einen sehr starken Schutz. Wir kommen deswegen nicht an die Ursache, denn die Ursache will nicht entdeckt werden. Es ist ein Schutz. Unten ist ein Link, du kannst mich kontaktieren und wir vereinbaren ein Gespräch. Und wenn du mehr über die vedische Numerologie wissen möchtest, für dich selber, über deine Talente, über deine Lebenszahl, warum bist du hier? In diesem Buch findest du alle Kombinationen zu allen Geburtsdaten, auch alle Lebenszahlen, spirituelle Talente aus dem Vorleben und noch etwas, auch zu den Vorleben einige Informationen, Berufswahl, sehr nützlich auch. Und du wirst wissen, welche Talente deine Kinder haben, welche Talente du selber hast, auf was du aufpassen musst, was dich blockieren würde. Dieses Buch gibt es bei Amazon als Kindle-Version oder als Print-Version, gedrucktes Buch. Auf meiner Seite gibt es dieses Buch als PDF. Der Preis ist der gleiche, also kannst du dich eigentlich entscheiden. So, unten sind alle Links für dieses Buch und ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Genieß den Sommer. Es ist eine wunderbare Zeit. Danke, die positive Energie. Und wenn ich wieder Zeit habe, hoffentlich die nächsten Tage, mache ich das nächste Video über die Zahlen 19, 20 und 21. Vielen Dank, deine Inga Wingerova. Oh,